Heute sprechen wir über 5 Tricks, die du als Anfänger wissen musst. Das heißt, wenn du noch nicht gut bist oder gerade mit Fortnite angefangen bist, dann bleib dran, denn heute kommen, wie gesagt, 5 Tricks für Anfänger. Die erste Sache ist so richtig, richtig basic und das sind die 90s. So sehen 90s ungefähr aus und die müsst ihr können und ja, ohne den werdet ihr auf jeden Fall keine Fortschritte sehen oder eher wenig Fortschritte. Also ihr könnt die entweder mit Boden machen oder ihr macht einfach die Version, die ich mache, ohne Boden. Die ohne Boden ist aber ein bisschen schwerer. Ich würde euch trotzdem empfehlen, die mit Boden zu lernen. Natürlich zeige ich euch, wie das funktioniert. Ich würde sagen, fangen wir an. Ihr macht erstmal hier eine Treppe. Macht genau hier eine Wand. Darunter halt. Hier eine Wand, hier eine Wand, ein Boden, eine Treppe. Da läuft ihr weiter. Hier stellt ihr eine Wand, noch eine Wand, Boden, Treppe. Und dann schon wieder. Vor die Treppe eine Wand, rechts eine Wand, Boden und wieder die Treppe. Also ich glaube, ihr habt das Prinzip schon verstanden. Dann versucht ihr einfach so ein bisschen schneller zu werden. Und versucht dann einfach so gut wie möglich das Ganze nachzumachen. Übung macht den Meister. Und nach einer Zeit sollte das so aussehen, wie ich das gerade mache. Gerade hat das relativ gut geklappt. Auf jeden Fall, ja. Die nächste Sache ist auch was ganz Wichtiges. Sagen wir mal, das ist die Box eines Gegners. Das passiert ganz, ganz oft im Spiel. Oh, nein. Das ist die Box eines Gegners, ja. Das passiert, wie gerade schon erwähnt, ganz oft im Spiel. In einem, ja. Und wie würdet ihr die Box angreifen? Ich glaube, die meisten würden einfach so machen. Aber nein, das stimmt nicht. Vielleicht würde auch der ein oder andere so machen. So, einfach nach vorne und versuchen, die Wand einzunehmen. Nein, nein, nein. Ich zeige euch jetzt die beste Methode, die auch viele Pro-Players nutzen. Denn wenn ihr einfach vor die Box euch hinstellt und versucht, die Wand einzunehmen, kann der Gegner einfach so machen, euch full boxen und dann seid ihr dead. Deswegen machen wir das komplett anders. Es gibt einen ganz einfachen Trick, den jeder von euch umsetzen kann. Ihr läuft einfach seitwärts auf die Box zu. Genau so. Dann könnt ihr einfach den hier machen. Wenn ihr wollt, auf Nummer sicher, macht ihr hier auch noch eine Pyramide hin. So sieht das Ganze dann aus. Ihr läuft seitwärts an. Hier eine Cone, also eine Pyramide. Wand, Wand, Pyramide. Dann editiert ihr einfach auf der Seite auf der ihr auch die Box eingreifen könnt. Bam, und wieder zurücksetzen. Bam, und wieder zurücksetzen. Und ihr müsst natürlich auch aufpassen, damit ihr versucht, die Wand einzunehmen. Wartet mal. So, angreifen. Angreifen und Wand einnehmen. Versteht ihr? Ich mache das mal nochmal. So, wartet. Sagen wir mal, hier ist ein Gegner. Op. Op. Und dann, wie ganz wichtig, zurücksetzen. Wir haben die eingenommen. Und dann könnt ihr den Gegner auch schon angreifen. Also ja, Freunde, ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden. Ihr müsst einfach seitwärts eingreifen. Einfach seitwärts angreifen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Schon wieder dasselbe. Sagen wir mal, hier ist ein Gegner. Das tun auch ganz viele Pros und ist gar nicht schwer. Da sagen wir mal, das ist eine Box vom Gegner. So, natürlich, wie gesagt, seitwärts angreifen. Das mache ich jetzt in dem Beispiel nicht. Und dann versucht ihr einfach, die Box einzunehmen. Und dann, wenn ihr die Box eingenommen habt, versucht ihr da noch die Cone reinzubringen. Also ihr versucht einfach in die gegnerische Box eine Cone reinzubringen. Also eine Pyramide in die gegnerische Box reintun. Okay, Freunde, die nächste Sache ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr gegen einen Gegner fightet. Sagen wir mal, ja, ihr kämpft gerade gegen einen Gegner. Ja, der Mini wird einfach der Gegner sein. Ihr platziert hier eine Wand. Und die meisten würden vielleicht diesen Edit machen. Oder vielleicht diesen. Das kann ich verstehen. Oder vielleicht auch diesen. Oder was weiß ich, welchen Edit. Das Schlimme ist, ihr habt kein Left Hand oder Right Hand Peak. Ich erkläre euch mal, was das geht, wie das funktioniert. Also ihr macht erstmal ein Edit, versteckt euch hinter die Wand, damit der Gegner euch nicht anschießen kann. Der Gegner sieht euch nicht, ihr ihn aber. Dann springt ihr und versucht ihn zu killen. Weil wenn ihr das Ganze einfach so macht, dann kann der Gegner euch ja sofort
anschießen, wenn ihr gerade noch im Edit seid, versteht ihr? Deswegen lieber so machen, eine gute Position auswählen und danach schießen. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Als nächstes, sagen wir mal, ihr seid hier, der Gegner ist dort. Wartet mal, ich drop mal wieder den... Ja, diesmal, ja, komm. Mini ist der Gegner und ihr kämpft gegen den Gegner im Weitkampf. Anstatt einfach so zu schießen oder so, müsst ihr euch die ganze Zeit ducken und nicht ducken. Ich nehme mal eine andere Waffe, damit man das mehr sieht. So, welche Waffe nehme ich? Ja, komm, einfach die. Damit das so aussieht. Ihr duckt euch und wieder nicht. Und wie ihr sehen könnt, ihr trifft ihn die ganze Zeit oder eher gesagt fast die ganze Zeit, aber dem Gegner fällt es schwer, euch zu treffen. Das heißt, ihr drückt einfach die ganze Zeit auf eure Duckentaste und ja, macht einfach den hier mit Zielen. Das verbessert irgendwie mein Aim und der Gegner hat es schwerer, euch zu treffen. Ihr habt es aber leichter, ihn zu treffen. Deswegen am besten, ihr macht den hier. Ja, das wäre am effektivsten. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir in Kommentare, welche Videos ich noch machen soll. Habt ihr vielleicht Ideen? Habt ihr vielleicht Fragen? Ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, euch hat das weitergeholfen und gefallen. Haut rein. Und, oh mein Gott, Digga, meine Primetime. Nein, Spaß. Ciao.